Ja, moin. Ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist Finn nach Frankreich für ein paar Monate und die ersten Tage habe ich ihn begleitet. Wir haben die Karre gepackt und dann ging es erstmal ab nach Belgien. Ja, dann sind wir im Hotel angekommen und haben uns beide nochmal eine schöne Unterhose aus dem Bus rausgeholt und dann wollten wir im Hotel einchecken. Ich habe mir vorher nochmal die Schuhe geputzt. So, wenn man dann mal in Belgien ist, dann sollte man auch ein gutes Bier trinken. Dann hat man eine Kamera geputzt und danach hatten wir den besten Burger in der ganzen Stadt. Was ist das denn? So, wir sind dann abends ziemlich früh ins Bett und der nächste Tag startete für mich mit Panier de Poulette, de Keks und Finder eine Wurst. Ja, dann ging es schön durch Paris, ein paar Pingelpausen, dann waren wir auch da. So eine Roomtour, falls Finn Bock habt, seht ihr die da und wenn nicht, dann nicht, ne? Oh, da haben wir uns erstmal WLAN geschnurrt, damit die uns den Strom nie ausstellen. Und alles ausgeladen und dann hatten wir den ersten Job. Wir mussten uns direkt eine Matratze besorgen. Matelas Sommier, Matelas Sommier. This one? I take that one, I take that one. J'ai besoin de matelas. Nee. Ja, außer Baguette kann ich kein Französisch. Clean sie hat das da irgendwie hingekriegt und hat mir tatsächlich zwei Mopeds, die dann erstmal ins Haus mussten. Das Haus ist an manchen Ecken ein bisschen eng, aber wir haben es hinbekommen. Ja, also wir hatten keine Pfannen und Tassen und Besteck und sowas und der Nachbar hat uns eine Wurst geschenkt, deswegen hatten wir den ersten Happen dann direkt am Kamin. Ja, und pass auf! Nein. Da war der erste Tag auch schon zu Ende. Ja, dann ging die große Shopping-Tour los, ne? Geil! Faire du Ski? Tu faire du Ski? Okay. Das ist die Frage, das war eine Frage. Ja, Clean, sie hat direkt einen schönen Schreibtisch gefunden und meinte dann zu mir... Boah, das war ganz schön Spack. Ja, bei jedem Fund hat er dann irgendwie einmal gedanced. Schön? Das ist geil, Leute, ne? Ja, das ist schön. Geil. Schön, huh? Ja, das war dann immer jeden Tag das gleiche. Sachen kaufen, aufbauen, essen. Hallo! Oui? Merci. Ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass Frankreich für ihn ganz gut tut. Der hat also direkt auch ein neues Hobby gefunden. Er ist reingegangen. Das hier hat der letzte auch. Der eine auch. Er ist auch drin. Ja, da hat sich auch direkt so eine Routine für die nächsten Tage eingeschlichen. Also immer Frühstück an der gleichen Stelle, einkaufen, Finn findet was und tanzt. Wie findest du die? So, best friend for you. Ja, in der zweiten Nacht sollte jeder dann in einem Bett pennen können und wir haben einfach nichts gefunden, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das alles selber bauen. Wir mussten alles von draußen hochheben, weil wir im Haus eigentlich, da kommt man halt nicht so ganz gut durch. Ja, die Bude war halt komplett leer, deswegen waren die alle Tage gleich. Einkaufen, alles einladen und finde das auch ganz gut zusammengefasst. Hey, wir schleppen alles in unseren Kaninchenbau. Ja, und als die Bude so echt so schon ganz gut gefüllt war, kam Finn auf die glorreiche Idee, dass wir den Boden ja nochmal streichen könnten. Deswegen wollen wir euch hier ein kleines Tutorial geben, wie ihr das am besten macht. Also am besten nehmt ihr so einen Flex mit so einem Schrubbmoped und ein Skateboard, damit ihr euch von A nach B bewegen könnt. Ja, schön anrauen, ne? Ja, dann schön sauber machen, hier auch mit so Aceton, auch zu verwechseln mit so einem ganz anderen Aceton. Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heute ein Riesending. Ja, da braucht ihr nicht sparsam sein, ne? Und dann die Farbe ordentlich umrühren und dann könnt ihr eigentlich auch schon starten zu malen. Wir haben erstmal die Ecken gemacht und dann großflächig. Ja, man muss schon sagen, dass das Ganze extrem gut lief. Das Problem war nur, dass wir uns aus der Wohnung rausgemalt haben und nicht wieder rein konnten für die nächsten 4 Stunden. Deswegen haben wir erstmal eine Pizza gegessen,
sind dann losgezogen, weil was kann man Besseres machen in der Zeit als ein paar Bier trinken. Und es wurden zu viele Biere. I see you. Yeah. It looks so beautiful to me. Ja, rückwirkend würde ich nicht sagen, dass das schlau ist für den zweiten Anstrich. Okay, ich fand mir geil, ey. Ja? Gib mir das. Was ist das? Da wird, Ey, wir haben 12 Liter Bier auf unserem neuen Boden, ey. Aha, das wollten wir exklusiv wissen. Ja, den letzten Tag haben wir standardmäßig mit einer Shoppingtour verbunden, sind noch einmal schön Roller gefahren und dann ging es für mich ab nach Hause.